Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Derby County Karriere. Und ja Leute, Saisonvorbereitungsturnier. Dieses Jahr geht es in Champions League, wir nehmen American Challenge Cup mit uns, Orlando City, LAFC, Atletico Mineiro, Piemonte Calcio, Benfica, Real Sociedad und Olympique Lyon. Wir sehen, Nico Marzen geht zu West Ham, 10,2 Millionen, Adara Biyoyo holen wir wieder zurück, das wird wieder der Trick mit der Leihe, Turnierpreisgeld 3,1 Millionen, Isid Ramirez verkauft, der hat einen Marktwert von 121 Millionen, wir verkaufen ihn für 280 Millionen zum FC Bayern München. Drei neue Spieler, Gianluigi Donnarumma, 110 Millionen Gehalt, 180.000, Emil Smith-Rowe, 100.000 Gehalt für 62,5 Millionen und dann haben wir noch einen Ersatzkeeper, David De Gea, 120.000 für 11 Millionen, das sind unsere ersten drei Spieler. Wir haben nochmal richtig gute verkaufte Spieler, Peter Mulder geht zu Club Brugge, 65 Millionen, Buchanan zu Betis Sevilla, 49,1, Jason Nein zu Piemonte Calcio, 115 Millionen, Brozovic zu Real Madrid für 74,4 Millionen Euro. Dafür haben wir gekauft Rafael Guerrero, wenn wir es im ZOM umformen, danach ZDM, Alexander Arnold, Rechtsverteidiger und fürs ZOM nochmal Joao Felix. Wieder viele verkaufte Spieler, Max Janssen geht zu Florenz, 63,8 Millionen Euro, McCorver 3,55 zu Anderlecht, Jensen 6 Millionen zu Venedig, Bergwijn 56,7 zu City, Gabriel 100,6 zu Piemonte Calcio. Vier neue Spieler, Alassa Maxima für 42,5 Millionen Euro, 85.000 Gehalt, Lenglet 105.000 Gehalt für 38,5 Millionen, Joshua Kimmich 115 Millionen für 190.000 Gehalt. Und dann nochmal Tagliafico, 88.000 Gehalt, Ersatzlingsverteidiger, 15,7 Millionen Euro. Wir sind jetzt in der Wintertransferphase, schauen rein, ich habe nicht geguckt, wie die ganzen Wettbewerbe sind, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir überall vorne mit dabei sind. Premier League sind wir einen Punkt hinter Liverpool, das ist noch in Ordnung. Und dann schauen wir FA Community Shield, den haben wir gewonnen am Anfang der Saison, FA Cup, sind wir noch dabei, gegen Exeter geht es daran. Carabao Cup gegen Leicester City im Halbfinale. UEFA Champions League kommen, sind wir weiter. Wir sind weiter spielen gegen Bayern. Atletico Madrid muss derweil dann rangehen. Piemonte Calcio. Wenn wir Zweiter geworden wären, wäre es einfacher gewesen. Ja, schon mal ganz kurz, wer hier vorne mit dabei ist. Keane, 11 Tore. Team entwickelt sich wieder besser und besser. Sieht sehr gut aus. Oh, Guerrero sogar noch eine 88, obwohl er gerade eine 89 hatte noch. Und ich würde sagen, wir standen dann sogar rein hier in das Spiel gegen FC Bayern München ins Achtelfinale der Champions League. Achtelfinale-Hinspiel gegen den FC Bayern München. Alle Spieler sind fit. Starten wir rein in die Schnellsimulation, gewinnen mit 0:1, Arnold trifft. Rückspiel gegen den FC Bayern München, 1:0 gewonnen. Wir haben unseren Keeper, wir haben dafür Donnarumma und wir verlieren mit 3:0. Dann, und sind leider damit rausgeflogen. Wir sind am Ende der Saison, ich glaube nicht, dass wir Meister geworden sind. Schauen wir direkt mal rein, haben wir es geschafft? Nein, 7 Punkte hinter Liverpool. Ganz knapp noch nicht. Wir können mal ganz kurz schauen, Tore. Haben sie verbessert, weniger gegen Tore, mehr Tore geschossen und du bist halt nicht Meister. FA Cup Sieger Leicester City gegen Chelsea, Carabao Cup Sieger sind wir, haben gewonnen gegen Man City, Champions League, wer hat da gewonnen? Arsenal gegen Bayern 3:1. Bayern, die uns geschlagen haben, sind im Finale gewesen. Wir gucken nochmal ganz kurz, wie die Conference League aussieht und die Europa League. Europa League gewinnt Hertha, was niemals in echt passieren wird gegen Monaco. Und Frankfurt, die Conference League, hätte jetzt Bayern die Champions League gewonnen, hätten drei deutsche Vereine jeden europäischen Wettbewerb gewonnen. Okay, Manager Rating sieht nicht so gut aus, Team sehen wir auch gerade nicht. Aber das sollte sich auch gut entwickelt haben, denke ich. Donnarumma ist bei der 93 geblieben, Joao Felix auf eine 92, Keane auf eine 92. Also richtig geiles Team, Verträge müssen wir auch nochmal kurz dann verlängern. Dann schauen wir nur ganz kurz Statistiken an. Donnarumma, Laporte, Kessier, Ebusele, Keane, die meisten Spieler, meisten Tore, Keane mit 32, Ebusele, meisten Vorlagen wie letztes Jahr, Lingle, Kimmich, Ebusele, am meisten ohne Gegentor. Und dann würde ich sagen, da war's das mit dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr ein Abo dalassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das sind mir Jungs, haut rein, bis dann und tschüss.